unterm Strich bin ich zufrieden mit den Ergebnissen. Also ich finde, im Anspruch ist man gerecht geworden, aber das war nur eine Halbzeit. Die andere Halbzeit kommt jetzt und da müssen halt die Tore geschossen werden. Das heißt, die Umsetzung muss folgen. Und so wie es aussieht, wird sich diese Gruppe oder Teile der Gruppe in einem Jahr wiedersehen, spätestens. Und dann wird man schauen, was wurde umgesetzt. Weil in einem Jahr kommt dann die richtige Abrechnung. Und da kann man dann wirklich sagen, hat sich's gelohnt oder nicht. Also um Berater zu werden, brauchen Sie nur ein Telefon und Telefonnummer. Sie brauchen keine Akkreditierung, keine Voraussetzungen mitbringen. Und das führt einfach am Ende des Tages dazu, dass die Beraterhonorare in den letzten 10 Jahren um 230% gestiegen sind. Und deswegen müssen wir diesen Markt regulieren. Entscheidend ist jetzt am Ende, wenn dabei rauskommt, dass sich das die Beraterszene ändert, dass die akkreditiert werden müssen, dass die schwarzen Schafe rauskommen, dass man nicht Kinder mit Handys belagert oder Familien oder wie auch immer und Kinder in ihrer Entwicklung weiter frei sind, dass man im Fußball wieder Fußball werden lässt, dann bin ich schon guter Dinge, dass wir da etwas erreichen. Nein, die Chance sehe ich kurzfristig nicht, dass wir hier einen Schritt weiterkommen. Es hat zwei Gründe. Erstens macht es national überhaupt keinen Sinn. Wie Sie gesagt haben, mindestens Europa, wenn nicht international. Dafür höre ich die Stimmen, dass man noch nicht so weit ist. Und der zweite Punkt, der greift vielleicht noch weiter. Wir sehen das ja beim Basketball in Amerika, dass dort, wo man es versucht hat, diese Obergrenze umgangen wird durch Werbeverträge oder andere Dinge, dass das halt nicht funktioniert hat. Ich erlebe das in der Politik auch, dass die Bürger das Gefühl haben, jawohl, jetzt gibt es das Gremium, jetzt gibt es eine Wahl, jetzt gibt es einen Koalitionsausschuss. Und hinterher sagt man, mein Gott, da hätte ich aber mehr mir vorgestellt. Wir haben einfach dieses demokratische Prinzip und deswegen ist das, glaube ich, ein normaler Prozess. Aber man kann, glaube ich, die Fans überraschen, wenn zumindest das, was wir vereinbart haben, zu einem spürbaren Teil auch umgesetzt wird.